130 Jahre Mobilitätsgeschichte zusammengefasst auf 5000 Quadratmetern. Das ist der PS-Speicher in Einbeck. Die Zeitreise beginnt vor 130 Jahren. Damals sind die Menschen mit diesen Fahrzeugen unterwegs. Wenn die Besucher die Benz Victoria sehen, dann gibt es erstmal ein großes Staunen. Weil eigentlich sieht die Benz Victoria noch so aus wie eine Kutsche. Man sprach ja damals auch noch von Motorkutsche. Das Auto ist Baujahr 1894 und unsere Besucher glauben einfach nicht, dass dieses Auto original ist, unrestauriert und wirklich ja in einem unberührten Originalzustand ist. Die ersten Autos sind schon damals ein echter Hingucker und nur erschwinglich für die oberen 10.000. Also als die ersten Automobile aufkamen, war das natürlich ein seltsamer Anblick, insbesondere auch für die Landbevölkerung. In den Städten hat sich das relativ zügig durchgesetzt, aber man muss sagen, das Auto war eigentlich eher ein Vergnügungsspielzeug, in Anführungszeichen, für die reicheren Personen. Die haben sich das aus Spaß gekauft, die wollten teilweise auch selber fahren, viele hatten auch Chauffeure. Ja, und so hat sich das dann allmählich dann durchgesetzt. Und ein echter Hingucker ist die Benz Victoria natürlich heute erst recht. So wie hier vor 2 Jahren, als sie sich in Einbeck die TÜV-Plakette abholt. Im Nachkriegsdeutschland wird das Automobil vom Einzelstück zur Massenware. Es schafft den Sprung in die Mitte der Gesellschaft und bei manchen sogar bis in die Familie. Also das Automobil in den 50er, 60er Jahren, teilweise noch bis Anfang der 70er Jahre, das war eigentlich ein Familienmitglied. Bloß dieses Familienmitglied lebte eigentlich in der Garage. Man gab dem Auto einen Namen, es gehörte zur Familie, man hat es gehegt und man hat es gepflegt. Man hat es sonntags natürlich gewaschen mit der Hand im Vorgarten, zusammen mit den Nachbarn, die vielleicht Ähnliches getan haben. Das war ein Stück Lebensqualität und auch wieder da, es war ein Stück Status. Und das erste eigene Auto sorgt bei vielen für größere Mobilität. Reisen mit dem Auto wurde dann tatsächlich populär. Man erinnert sich noch an die Reisen der Großeltern vielleicht in den 50er Jahren, die mit einem Kleinwagen über die Alpen nach Italien gefahren sind oder nach Österreich. Das wurde wirklich populär, ist es ja auch tatsächlich auch noch bis heute. Auch der gesellschaftliche Wandel der 68er-Generation spiegelt sich in einem Automobil wider, dem VW-Bus, kurz Bulli. Also auch der Bulli steht stellvertretend für diese 68er-Generation, die einfach dann ihre Freiheit genießen wollten, die aufgebrochen sind und Urlaub gemacht haben, ferne Ziele damit bereist haben, teilweise ja auch bis nach Indien mit diesen Fahrzeugen gefahren sind. Und das ist, der Bulli steht so ein bisschen für das Aufbruchsgefühl in den 60er, 70er Jahren. Auch seine Leidenschaft für Motorräder ist in dieser Zeit angesprungen. Klaus Brackmann ist ehrenamtlicher Helfer im PS-Speicher. Mit 14 sitzt er zum ersten Mal auf einem Moped. Das hat ihn geprägt. Fast jedes der Motorräder hier hat er wieder fit gemacht. Das ist der Reiz, den man da dran hat, irgendeine Sache, die nicht mehr funktioniert, wieder zum Funktionieren zu bringen. Und tiefer reinzugucken in die ganze Technik der ganzen Sache und dann am Schluss einen laufenden Motor hört, dann läuft mir eine Gänsehaut über den Rücken. Doch nicht nur der 69-jährige Klaus hält die Motorräder fit, das Ganze beruht auf Gegenseitigkeit. Heute ist meine Frau froh, denn die hat keinen nörgeligen Rentner zu Hause sitzen, sondern ich bin im Prinzip jeden Tag bei, ich sag mal, meinen Motorrädern und das ist doch toll. Doch die Ausstellung ist nicht nur etwas für Motorfans. Mit den Autos und Zweirädern reisen die Besucher durch das eigene Leben. Wir schaffen mit diesen Inszenierungen eigentlich Erinnerungen. Oder wir holen diese Erinnerungen bei den Leuten wieder ans Tageslicht. Man erinnert sich an das Auto, was man früher gefahren hat. Man erinnert sich an das Motorrad, was man früher unbedingt haben wollte, man aber vielleicht nicht das Geld dazu hatte. Also wir spielen so ein bisschen auch mit den Erinnerungen unserer Besucher und da kriegen wir auch wirklich positives Feedback. Seine Erinnerungen reichen nicht so weit zurück. Der 20-jährige Frederik Stahl aus Mark-Oldendorf ist Praktikant im PS-Speicher und kommt so in Kontakt mit seiner motorisierten Familiengeschichte. Zum Beispiel mein Großvater hatte damals auch eine BMW Isetta. Das war auch halt nach dem Krieg ein günstiges Fortbewegungsmittel. Aber dass man sich da vorstellt, dass damit wirklich auch Leute lange Strecken gefahren sind. Also die Tür geht nach vorne auf und es ist eigentlich nur eine fahrende halbe Kugel, sag ich mal. Finde ich einfach faszinierend, dass die Leute da damals sehr viel unanspruchsvoller waren.
Die Ansprüche von Frederiks Generation an das Automobil sind andere als die seiner Großeltern. Deswegen geht es in einem neuen Teil der Ausstellung um die moderne Mobilität. In den 80er Jahren kam das auf durch das Thema Waldsterben. Und in den 90er Jahren wurde der Katalysator eingeführt. Und da hat man dann auch ein Bewusstsein entwickelt, nicht nur in der Bevölkerung, auch bei den Automobilherstellern und beim Gesetzgeber, dass man regulieren muss, dass man den Schadstoffausstoß von Fahrzeugen regulieren muss. Ja, und so kam das dann mit dem Katalysator bis hin zu den heutigen Umweltplaketten. Doch trotz all der Diskussionen heutzutage fasziniert das Auto die Menschen wie kaum eine zweite Erfindung. Doch warum eigentlich? Ich glaube, das Besondere beim Auto und auch beim Motorrad ist der Punkt, ich kann einsteigen und ich kann eigentlich dahin fahren, wohin ich will. Ich entscheide, wohin ich fahre. Ich muss mich nicht an Fahrpläne halten oder an Abfahrtszeiten, sondern ich bin der Herr über mein eigenes Mobil. Dass die Realität natürlich anders aussieht mit Stau und Parkplatzsuche und verstopften Innenstädten, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich könnte jederzeit losfahren, wenn ich wollte. Und das ist, glaube ich, das besonders Faszinierende an dem Thema Automobil, Motorrad der letzten Jahrhunderte, was auch die Leute früher schon fasziniert hat. Und ja, vielleicht auch noch die nächsten 130 Jahre faszinieren wird. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.